Hallo und herzlich willkommen in Wölfchens Bastelstube. Heute möchte ich mit euch hier so eine schicke Hochzeitskarte basteln. Und hier hat sich mein Vellumpapier ein bisschen aufgestellt. Ja, will ich jetzt auch nicht. Schaut mal, so sieht die aus. Das muss ich noch korrigieren hier. Ich hatte da so ein bisschen Wink of Stella drauf gemacht und das hat sich total hochgewellt hier. Aber ich denke mal, das ist auch okay so. Ja. Und das ist die eine Variante. Und hier, hier ist das genauso dasselbe Prinzip, ne? Das hat sich so hochgewölbt. Ist ja putzig. Ja. Und die habe ich hier auch mit so einem Trägerfolder gemacht, einen Rahmen ringsherum und wirklich ganz hauchdünn. Gratulation zur Hochzeit habe ich hier verwendet, gestempelt und bei dieser hier habe ich das embossed. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Ja, auch mit so einem Rahmen versehen hier mit Schmetterlinge und hier so eine Prägeform. Ich habe hier zwei verschiedene benutzt. Schaut, was ihr zu Hause habt. Und ja, dann legen wir mal los und basteln uns eine Karte. So, ich habe mir hierzu schon ein Farbkarton in Weiß zugeschnitten. Der hat ein Maß von 30 cm mal 15 cm. In der Mitte habe ich den gefalzt bei 15 cm. Also so eine schöne große Grundkarte. Dann habe ich mir hier ein Passepartout ausgestanzt. Und zwar ist das hier von Charlie und Paulchen. Das ist diese hier. So ein Stanzform-Sichtbuchs-Passepartout-Quadrat groß. So heißt das. Wer das nicht hat, ist ja auch kein Problem. Der kann sich hier so ein, sag mal, so ein großes Stückchen weißen Farbkarton selbst zuschneiden. Ich messe den gerade mal aus. Ja, der hat ein Maß von 13,5 mal 13,5 und dann könnt ihr euch hier so ein Quadrat selbst einzeichnen. In meinem Fall ist das 2,2 cm. Also hier, ne? 2,2 cm, das könnt ihr euch hier mit so einem Falzstift schön so einzeichnen und macht euch dazu eine Markierung und dann schneidet ihr einmal so diagonal und so diagonal und dann könnt ihr hier die Sachen so nach hinten klappen. Wie gesagt, ich habe meine hier ausgestanzt, dann habe ich hier mir noch so einen Rahmen ausgestanzt. Das ist auch von Charlie und Paulchen. Das ist hier diese Größe. Das nennt sich Stanzformenrahmen für Sichtbox Passepartout quadratisch. Also bisschen passend auch zu diesem zu dieser Stanzform, zu dem Passepartout gefertigt. Schaut, was ihr zu Hause habt und nehmt das eben halt, was ihr da zur Verfügung hat. So, ich habe mir hier so ein Trägefolder. Das zeige ich euch hier mal ganz kurz. Das ist ein 3D-Trägefolder. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie einen Farbkarton habe, dass ihr das sehen könnt, wie schön der ist. Ist natürlich ein bisschen schwierig hier. Schaut mal, vielleicht könnt ihr da was erkennen. Ist natürlich schwierig. Ganz klar, hier im Bild das so darzustellen. Den habe ich benutzt und alles, was ich für diese Karte verwendet habe, das schreibe ich euch wie immer unterm Video. Hier habe ich mir ein Stückchen zugeschnitten und das hat ein Maß, ich gucke gerade mal, von 8,2 mal 8,2 ist dieser Farbkarton, den habe ich mir geprägt und zwar hier mit diesem Prägefolder. Der ist wirklich traumhaft schön.
Schade, dass ihr den nicht so sehen könnt. Ich bin ein bisschen, ja, ich komme ein bisschen höher, aber ist natürlich schwierig. Ja, und den, wie gesagt, habe ich mir dann geprägt mit diesen Blüten hier und habe den ganz leicht geinkt mit so einem Pinselbürstchen in Babyblau und bin dann einfach nur so ganz kurz über die Blüten gegangen. Und seht ihr, was dabei rausgekommen ist? Wirklich ein Hauch nur. Und das wollte ich auch so haben. So, dann setzen wir uns die Karte einmal zusammen. Wie gesagt, hier unseren Passepartout. Den klebe ich mir hier noch einmal mit Flüssigkleber zurecht. Also diese Teile hier hinten klebe ich einfach an. Ich hoffe, dass mein Kleber hier mit mir heute, ja, der spricht mit mir und setzt mir hier dann einfach so einen Flüssigkleber drauf, einen Tombow. Den fülle ich mir ja immer hier in so kleine Flaschen ab, weil das ist einfach sparsamer mit dem Kleber hier zum Einstreichen. So, dann nehme ich mir hier mein Falzbein und klappe mir hier die Seiten um und drücke gleichzeitig den Kleber hier einmal mit an. So, genau. So, und ich möchte den so ein bisschen erhaben aufkleben auf die Karte. Und dann nehme ich mir hier ganz einfach solche, habe ich hier ein Formtape. Das ist hier auf der Rolle. Und nehme mir das einfach und klebe mir das hier auf der Rückseite von dem Passepartout auf, so dass das hier ein wenig nach oben sich wölbt. Oder, wie gesagt, einfach hier einen schönen Abstand zu der Karte bekommt. So, jetzt noch den Entschuldigung, den letzten Klebestreifen hier drauf. So, und dann können wir hier uns das Ganze schon einmal abziehen, hier die Trägerfolie. Ich finde es immer ganz spannend, so eine schöne Hochzeitskarte hier zu gestalten, weil die Geschmäcker sind ja immer so verschieden und der eine mag das, der andere mag das und ja, soll alles schlicht sein und schick soll es auch aussehen und ja, da wisst ihr. So, ich lege mir das nochmal hier so drauf und schau ungefähr, wie mein Abstand ist, genau, dass ich das auch hier so schön mit aufkleben kann. So, mein Abstand ist so ungefähr, ich sag mal so 7-8 cm und das gleiche ist dann hier auf der anderen Seite auch. Darum lege ich mir den immer noch mal, hinten ist so ein Trick, hinten drauf und schau, wie der Abstand ist und das hat wunderbar geklappt. So, ich hatte ja euch am Anfang des Videos gesagt, dass ich mir hier so einen Rahmen ausgestanzt habe. Ich finde den wirklich wunderschön und den klebe ich mir hier mit Flüssigkleber auf. Zuvor möchte ich mir hier meine geprägte Blüten hier einmal so schön mit einkleben. Und ich sehe gerade, das ist viel zu groß. Ich müsste mir das hier noch abschneiden. Ja, ich habe bei dem anderen das gleich aufgeklebt und dann erst den Rahmen und hier habe ich den Rahmen erst aufgeklebt und und dann passt das hier natürlich nicht ganz so. So, das schneide ich hier ganz kurz nochmal ab. Das war wirklich hier nur so 2-3 Millimeterchen auf einer Seite und jetzt können wir uns hier den einmal einkleben. Ja, ich gucke gerade, wie rum ich die Blüten hier draufsetze.
Man kann so viel schön mit Prägefoldern machen. Und ich nutze die eigentlich viel, viel zu wenig. Was irgendwie auch schade ist, ne, weil die sind wirklich traumhaft schön und man kann so viel damit machen. Verschiedenen Farben, mit Folie, mit nur Farbkarton, also, oder hier in meinem Fall nur so ganz leicht mit so einem Brushpinsel, das hier so zu gestalten. Ich guck gerade mal, ob das auch richtig ist. Ja, genau. So. Na? Sollte doch passen. Ich hatte das doch genau. Ich hatte das auch genau ausgemessen. So, dann gehe ich hier nochmal ganz kurz mit dem Falzbein hier dran, dass sich hier mein Kleber schön noch mit reinsetzt. So. Achtet drauf, dass ihr da nicht so viel drauf rumdrückt auf dem geprägten, sonst ist es nachher platt. So, jetzt können wir uns hier einmal den Rahmen schön noch mit draufkleben hier auf unsere Karte. Und dann nehme ich hier mein Flüssigkleber. So. Hoppala. So, das sollte genügen. Und jetzt kleben wir uns den hier noch einfach so ein bisschen als Umrahmung auf die Karte auf. Genau. Ein kleines bisschen andrücken hier, dass der Kleber sich noch mit der Farbkarton hier verbinden kann. So. Ich finde das wirklich richtig, richtig schön. Schaut mal, wie schön das hier aussieht. Total schön. Richtig edel. So, ich wollte hier mir noch einen Spruch aufstempeln. Und zwar auch in hellem Blau. Und da nehme ich mir hier einfach so ein Stempelkissen in hellem Blau. Und setz mir hier, ich stempel mir das einmal ab, weil das sonst mir zu kräftig ist und stempel mir den zweiten quasi Stempelabdruck hier auf meine Karte. So, zur Hochzeit und hier einfach Gratulation auch. Da nehme ich auch den zweiten Abdruck dazu. Weil es soll wirklich nur ein Hauch sein auf die Karte. Und jetzt können wir hier uns, schaut mal, das ist doch wirklich nur ein Hauch, ne? Gratulation zur Hochzeit und ich finde das total schön. So, ich habe mir hier noch Schmetterlinge ausgeschnitten aus einem Designerpapier und die werde ich hier auf meine Karte jetzt einmal aufkleben. So, einmal hier unten an dem Rahmen, an dem Rand. Und hier oben hätte ich das auch gerne. Aber da nehme ich mir hier noch so ein Abstandspads, so einen kleinen. Genau. Und setze mir das dann hier einfach so in dem Rahmen rein. Na? Ach, hier hängt noch die Folie dran. So, und einmal so umklappen. Genau. Und dann hier oben in dem Rahmen diesen schönen Schmetterling rein. So, schaut mal, das ist doch wirklich traumhaft schön, oder? So, jetzt können wir uns noch ein paar Glitzersteine hier mit aufkleben. Das gehört ja zu der Hochzeit immer mit dazu. Ich schaue gerade, wo ich die am besten
setze. Und ich habe hier so eine kleine Blümchen. Ich finde die wirklich traumhaft schön und die passen auch wunderbar hier auf diese schöne Hochzeitskarte. Und da verwenden wir hier die kleinen Blümchen. So. So. Könnt ihr was sehen? Ja, ihr könnt was sehen. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Hätte ich auch schon eher machen können. Aber man denkt ja immer nicht dran. So, jetzt könnt ihr das natürlich viel, viel besser sehen. Und noch ein paar von den Glitzerblümchen hier drauf verteilt. Und schaut mal, wie schön hier diese wunderschöne Karte geworden ist. Das ist doch wirklich ein Traum, oder? Richtig schön. Schlicht und trotzdem aussagekräftig hier einmal gestaltet. Ja, meine Lieben, das war's für heute schon. Nächste Woche bin ich wieder mehr mit euch beim Videodreh. Mein Mann hatte jetzt Urlaub und deshalb habe ich mich so ein kleines bisschen rar gemacht. Aber ich denke mal, dass ihr mir das ja auch nachseht. So, wie gesagt, hier sind meine ersten Modelle und hier die mit dem Schmetterlingen. Und die haben wir ja hier heute zusammengestaltet. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren und dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Ich sag dann tschüss, bis zum nächsten Video, eure Kerstin. Tschüss.